Hallo, hallo. Welcome, welcome zum neuen Stream. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir rein. Ich habe auch für mich ein bisschen gespielt. Aber wir gehen natürlich zur Flower Power Farm. Ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe mir einfach nur einen neuen Spielstand gemacht, wo ich, wenn ich mal so ein bisschen alone bin, einfach mal so reinzocken kann. Wir sind, ich glaube, ich sollte jetzt auch mal wieder meine Kopfhörer aufsetzen. Ja, ich höre was. Okay, perfekt. Das hier ist Herbie. Mein Ingame-Herbie, der mir gerade im Weg ist. Ich komme da nicht dran vorbei. Hallo. Na super. Herbie, geh weg. Geh, lass mich durch. Ja. Wow. Genau, ja, es ist Sommer. Es ist der 10. und wir haben das letzte Mal also das Haus eingerichtet. Ich habe mir alle Küchengeräte geholt und ich habe gesagt, dass das Geld, was ich bis dahin halt hatte, ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte ausgegeben, weil ich nämlich langsam ganz gern von meinen eigenen Erzeugnissen leben möchte. Das war ja sehr schön am Anfang, dass wir dieses Goodie da bekommen haben und viel free machen konnten. Aber jetzt langsam hätte ich halt schon mal Bock, dass wir. Oder dass ich mich von meinen eigenen Erzeugnissen halt quasi über Wasser halten kann. Das wäre schon cool. Dafür habe ich natürlich hier auch ein bisschen gesorgt. Ich habe ein paar Sachen, ja, mir angebaut und so. Sodass das eigentlich auch kein Problem sein sollte. Ich sammle hier erstmal meine ganzen Sachen zusammen und dann können wir das Tierfest starten. Oh nein! Sie hat sich ihr Knie wehgetan. Ein Quallenstich. Ich meine es ernst, Leute. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig. Oh mein Gott, die Arme. Du musst drauf pinkeln. Oh wow. Ich gehe, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, muss es sein. Ich opfere mich für die Gemeinschaft und mach's. Aber nicht gucken, sagt er jetzt so, ne? Ja, ich kann nicht für alle Leute zusehen. Auf mich pinkeln? Nie im Leben. Kein Grund, dir in die Badehose zu machen. Vergiss das Märchen mit dem Pinkeln. Bin ich froh, dass das geklärt ist. Ich habe mich nicht gerade darauf gefreut, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Oh mein Gott. Mit dem Drink in der Hand. Mit dem Essig. Hier eine Flasche Essig, die sollte helfen. Gut, haben wir das auch mitbekommen. Und die dritte Falle platziere ich hier. Okay, dann werden wir jetzt zum Haustierfest gehen, Leute. Tada! Oh, ist das süß! Ich habe das Schild schon gesehen. Oh mein Gott. Das ist super cute. Tierfest beginnen. Let's go. Ach, das ist süß. Oh, ist das süß! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist knuffig. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Wie cool. Ich kann nicht mehr. Ist das schön? Ah, ist das schön. Feste sind immer lustig, was ganz Besonderes. No. Willst du eine Blume? Willst du eine Blume? Jetzt habe ich Hibiskus gegessen. No. Nicht verwenden. Schenken. Eben. Ich schulde dir was, danke. Ja, so toll war das jetzt auch nicht. Er mit seiner Ente. Oh mein Gott. Ach, süß. Ach, ist das einfach nur goldig. Oh. Kätzchen. Chicken Registration. Okay. Die ganzen Tiere. Pet Race. Ich habe halt kein Tier, mit dem ich halt so rasen kann. Minispiel. Übung. Mit Kudrun. Was muss ich da machen? Gudrun und ich starten jetzt das Game.
Ach so, WDDD. Ach so, ASAW. Ah, okay. DSAA. Na. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, dann können wir doch mal mit Q-Druhen starten hier. Q-Wettbewerb starten. Let's go. Mit Q-Druhen. Ach, süß. Ich wusste, es gibt auch normale. Voll konzentriert. Ja, Kudrun gewinnt. Wie cool. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir sind jetzt quasi eine Runde weiter. Es gibt, glaube ich, drei Runden. A, D, W, W, A, so. Shigo, Saw, Menchik, süß. Oha. Singo ist ja richtig gut dabei. Oh mein Gott, ich glaube, wir werden verlieren. Also, ich glaube, nur die ersten besten beiden. Ich glaube, die kommen weiter. Ich glaube, wir sind jetzt raus. Ja, ich glaube, wir sind raus. Ja, wir haben es leider nicht geschafft. Schade, da werden die Katzis fotografiert. Och, ist das süß. Und dann gibt es hier auch noch so Häschen. Oh, ist das cute. Was ist denn das? Sieh nur. Steffen? Was? Oh, einkaufen. Ach, du meine Güte, ist das geil. Oh mein Gott, das ist cool. Ich brauche einen Kuhstrauch. Ich brauche auch einen Schwanenstrauch. Und zwei mal Pferdestrauch. Warte mal, dann mache ich daraus so einen Eingang quasi. Oh ja, das finde ich gut. Dann mache ich da jeweils so einen. Ja, und einen Bärenstrauch. Ich glaube, einen Bären stelle ich auch noch auf. Ja. Oh, ist das cool. Die Katze und Hund nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Ich habe nämlich noch keine Katze oder einen Hund. Oh. Wie cool ist das denn bitte? Hier. Mini. Warte mal, Übung. Kann ich das überhaupt machen, die Übung? Komm schon, na. Komm, Herbie, lauf. Ich weiß, du bist nicht gut in sowas, aber lauf. Lauf um dein Leben. Herbie und laufen. Auch so eine Sache für sich. Komm schon. Renn. Herbie ist halt ein Chamäleon in echt. Also ich glaube halt nicht, dass der mit mir irgendwie rennen würde. Aber gut. Ist das geil. Wie er hinterher dackelt. Oh. Er hat einen Sprint hingelegt. Da, wir haben ihn verloren. Komm schnell weiter. Haben wir es jetzt vielleicht geschafft? Komm schon. Jetzt haben wir ihn verloren auf der Zielgeraden. No. Okay, jetzt wissen wir aber, wie es geht. Wir dürfen nicht zu weit nach vorne rennen. Haustierrennen starten. Ja, let's go. Bin gespannt, ob jemand anderes auch eine Echse hat. Nö. Okay.
Oh. Shit, 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 shit. Ja, er hat einen Sprint hingelegt. Och, ist das gut. Komm schon, Herbie. Wir können es schaffen. Komm schon, Herbie. Lauf. Jetzt werden wir trotzdem nur Dritter. No. Schade. Aber es ist halt auch eine Echse, die ist halt nicht so schnell. Ach, wir können fortfahren? Nö, können wir nicht. Ha. Ja, ich habe schon teilgenommen. Es geht leider nur einmal. Gut, okay. Konnte man hier unten nicht noch da? Übung. Ich möchte mit. Ich nehme mit Waltraud teil. Waltraud hat mehr Feuer, ja, als Bertha. Aber ich weiß absolut nicht, was ich machen muss. Was? Okay, das ging ja schon mal gut. Wie das aussieht, dieses Kampfsymbol. Huhnwettbewerb starten. Ich nehme Waltraud. Waltraud in die erste Runde. Let's go. Hühnerkampf. Na super. Sehr gut. Aber ich bin halt einfach noch nicht so gut mit Waltraud befreundet. Deswegen glaube ich, dass das. Ja, ne? Dass wir da nicht so wirklich eine Chance haben. Hühnerkämpfe. Kann nicht mehr. Oh, upsie. Meine, trotzdem, wenn wir alles geben, ist es halt. Ja. Ne? Wir kommen halt so die erste Runde weit. Naja. Okay. Das war ja sehr cool. Das war wirklich sehr, sehr cool. Rodeo Registration. Oh, let's go. Ich möchte Sommerburger. Maiskolben. Starten. Ja, ich möchte mit Rodeo beginnen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ich kann es nicht üben. Aber. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh je. Oh je. Oh mein Gott. In Rodeo bin ich aber eigentlich ganz gut. Mark hat gesagt, nicht schlecht, auch gut. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich oder wie lange das jetzt geht. Ich weiß nicht, ob das nachher irgendwann nochmal schneller wird oder so. I don't know. Wir halten jetzt einfach mal ein bisschen durch.
Was für ein Champion. Wow. Oh, shit. Mal gucken. Oh mein Gott. Ja, es wird immer schneller. Oh mein Gott. Auch die Tasche. Nein! Ach, ich wollte gerade sagen, auch die Tasche. Ich bin runtergefallen. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das hat sich doch super gelohnt. Oh mein Gott. Geil. Mega nice. Oh, das ist schön, danke. Sehr gerne. Möchtest du den da haben? Wie, okay. Aber sie ist doch eigentlich Sammlerin, Forscherin. Ich dachte, sie mag das. Wer könnte ein Spiegelei mögen? Magst du ein Spiegelei? So keine tierischen Produkte. Oh, wow. Eben. Ja, einfach mal ein paar Geschenke loswerden. Ich glaube, das ist in Ordnung. Miss Lisa. Sie hat gerade einfach Miss Lisa gesagt, okay. Wurde gesiezt. Möchte jemand eine Kokosnuss? Ja, von meiner Farm. So ungefähr. Nicht ganz, aber ist schon okay. Einfach mal allen hier so Geschenke machen, ist halt immer voll gut. Also ich nutze das gerne. So, weil man da einfach ganz viele Leute auf einmal abfrühstücken kann. Okay, er weiß es zu schätzen, sehr gut. Okay, die mögen anscheinend alle Kokosnuss. Dann habe ich da zumindest auf jeden Fall schon mal gute Pluspunkte jetzt gesammelt. Dadurch, dass ich die alle beschenken kann. Finde ich sehr gut. Es ist perfekt. Sehr schön. Okay, außer sie. Sie mag Obst halt nicht so besonders. Naja, gut. Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, sind wir beim Tierfest doch eigentlich ganz gut durchgekommen. Wir haben relativ viele Sachen erlebt und ich glaube, wir können das Fest jetzt verlassen. Voll gut. Ah, wie cool. Hier kommt das Maiskohlrezept für meinen Lieblingsfarmer. Voll cool. Oh mein Gott, geil.